Worauf haben Sie dann genau geachtet? Was waren denn die Hauptkriterien gewesen? Ich habe jetzt darauf geachtet, dass die Mädchen, dass die Mädchen gut laufen, dass die eine gewisse Anmut haben, wenn sie laufen. Also nicht so schwerfällig, sondern es soll alles was Leichtes, Fließendes haben. Ich habe darauf geachtet, dass die Mädchen sympathisch wirken. Also nicht nur schön. Schön ist auch gut, aber schön allein reicht ja nicht. Und auf was habe ich noch geachtet? Auf ein schönes Lachen zwischendurch. Ja, auf eine gewisse auch Selbstbewusstsein natürlich. Und man kann, bilde ich mir ein, bei manchen Mädchen sehen, dass sie, glaube ich, Spaß daran haben, sich selbst zu präsentieren. Und darauf habe ich auch geachtet. Und was bei einem Model sehr wichtig ist, und das ist vielleicht der Unterschied zu den anderen normalen Leuten, ein Model sollte ein Gefühl für Mode haben. Die sollte eine Schauspielerin sein können, die sagt, okay, ich trage jetzt was Sportliches, also ich komme sportlich rüber. Oder im Abendkleid muss die elegant rüberkommen. Also sie muss schauspielerische Qualitäten haben, zusätzlich zu dem Äußerlichen auch. Ja.